Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Besser schießen, Trockentraining Teil 4 mit dem Mantis Blackbeard. In den ersten Teilen ging es primär um die Kurzwaffen. Jetzt haben wir auch mal etwas Langwaffe für euch, zumindest im AR-15-Bereich. Bei den anderen Videos hatten wir ja schon Cartridges von Laser-Ammo, die auch für andere Waffensysteme gepasst haben. Hier haben wir jetzt speziell eins, was für die AR-15-Plattform gemacht worden ist und das unserer Meinung nach auch ziemlich gut. Der Mantis Blackbeard kommt hier in einem Hardcover-Case. Ich packe den einmal aus, damit ihr auch mal seht, was es eigentlich ist. Denn im Endeffekt sollte es einem AR-15-Besitzer bekannt vorkommen. Ist auch genauso dreckig schon unseres inzwischen. Ist nämlich genau das gleiche wie hier eure Verschlussträgergruppe mit dem Charging Handle. Um das Ganze zu nutzen, müsst ihr nichts weiter tun, als bei eurer AR-15 die Sicherheit zu kontrollieren. Dann hier den Verschluss schließen, damit ihr auch das Ganze ausbauen könnt. Einmal aufmachen, den Charging Handle inklusive Verschlussträgergruppe entfernen. Und dann könnt ihr hier ganz einfach den Mantis Blackbeard einführen und dann das Ganze schließen. Dazu braucht ihr jetzt noch den Akku-Pack, der hier in Magazinform ist. Der wird jetzt hier einmal unten eingeführt und damit ist das System schon einsatzbereit. Was macht der Mantis Blackbeard? Der macht genau das Gleiche auch, was ein normaler Trainingslaser tut. Er feuert einen Laserschuss ab. Allerdings habt ihr hier einen Trigger-Reset. Das ist natürlich eine ganz feine Sache, gerade beim AR-15. Denn das hier ist eine scharfe AR-15. Das heißt, ihr braucht keinen Airsoft, ihr braucht kein Gas, kein sonstiges. Sondern ihr könnt direkt hier mit dem Mantis Blackbeard mit eurem bestehenden AR-15 trainieren und üben. Natürlich sind nicht alle AR-15-Systeme gleich. Der Mantis funktioniert erfahrungsgemäß nur mit Mil-Spec AR-15s, also alles, was irgendwo nach Mil-Spec-Standard gebaut worden ist. Hier bei unserer Waffe hatten wir keine Probleme. Es gibt auch schon Berichte von Leuten, die sagen, mit einem UL-Abzug funktioniert es nicht. Hier mit einem Stock-Trigger funktioniert es oder auch mit einem Geisel-Abzug ist auch kein Problem. Das ist das, was wir bisher getestet haben. Müsst ihr im Zweifelsfall selber ausprobieren. Der Laser ist natürlich so auch angelegt, dass er kalibriert werden kann, falls das in eurem System hier nicht alles mittig ist. Dafür habt ihr hier eine Stellschraube, die ihr einfach drehen könnt, um den Laser dauerhaft einzuschalten. Habt ihr quasi wie einen Laserpointer. Und dann könnt ihr hier mit Höhen- und Seitenverstellung so lange am Laser drehen, bis der mittig zentriert durch den Lauf geht, um da auch dann ein sauberes Trefferbild darstellen zu können. Wie könnte man jetzt mit dem Mantis Laser trainieren? Zum einen könnt ihr natürlich ganz normal offen auf irgendwelche Scheiben schießen, weil ihr einfach immer sofort ein Feedback bekommt, wenn ihr schießt, einfach weil ihr den Laser schon seht. Das heißt, ihr habt ein Feedback, ihr habt hier ein akustisches Signal, wenn der Schuss ausgelöst wird, die Sicherung kann bedient werden. Also es ist ein ganz intuitives Handling mit der Waffe tatsächlich. Also von daher ist der Mantis Laser sehr cool umgesetzt. Ihr könnt natürlich aber auch, wenn ihr fortgeschrittener trainieren wollt im Trockentraining, mit Targets arbeiten, die dafür ausgelegt sind. Eine weitere Möglichkeit zu trainieren ist zum Beispiel auch mit Scheiben von Mantis. Das ist dann die Laser Academy. Die hängen hier hinten als Beispiel. Das sind einfache Karten, die werden mit einer App gekoppelt. Das Kartenset, also die Scheiben, müsst ihr erwerben. Die kosten, ich glaube, so unter 20 Euro auf jeden Fall. Ein ganzes Stapel Karten. Und die App ist kostenfrei bedingt. Also ihr könnt bestimmte Sachen könnt ihr kostenfrei trainieren. Ansonsten gibt es da auch Pläne und Abos, mit denen ihr dann weiterführend trainieren könnt, mehr machen könnt einfach. Aber das Basic ist for free. Dann wird das Handy einfach so positioniert, dass es die Karte hier erfasst. Und damit werden dann auch eure Treffer erfasst und aufgenommen und habt dann ähnlich auch wie beim Mantis X eine Verbesserungsmöglichkeit, indem ihr eure ganzen Werte euch anguckt und das kombiniert. Natürlich kann man hier auch den Mantis X noch mit dazu nutzen, um zusätzlich aufzuzeichnen. Im Kartenset mit dabei auch für die Behörden. Das hier wären jetzt so die Scheiben, die für euch sportlich nutzbar sind, außer jetzt mit Einschränkung hier IDPA-Tage. Das ist natürlich nur sportlich USA nutzbar. Aber für die Behörden, Polizei, Zoll, was auch immer, gibt es hier dann auch noch Mannscheiben, die sind mit dabei. Also man bekommt dieses komplette Set genauso, wie ich es hier gerade
Vorführer mit Geiselscheibe und Pipapo. Also es bietet wirklich, die App bietet sehr, sehr viel, egal ob jetzt im sportlichen, jagdlichen oder auch im behördlichen Bereich. Wir bauen das jetzt einmal für euch auf, damit ihr mal sehen könnt, wie das funktioniert hier mit der Aufzeichnung. Und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis ist. So könnte der Aufbau aussehen, wenn ihr mit den Targets und dem Laser trainiert und das Ganze per App aufzeichnet. One, 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 one. Schieß mal daneben. One, 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 one. Und wieder ins Ziel. One, 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 one. Also das ist auch nochmal eine Möglichkeit, wie ihr damit trainieren könnt. Ihr habt es gesehen, man kann jetzt hier einmal damit ganz normal so trainieren. Natürlich auch, wie wir es vorhin schon gezeigt haben, egal wo ihr hinzielt, der Laser ist gut sichtbar, auch auf schwarzem Hintergrund. Also da habt ihr keine Probleme mit egal was für Scheiben zu trainieren, wenn ihr jetzt nicht sagt, ihr braucht unbedingt eine Aufzeichnung, um euch zu verbessern. Also man hat auf jeden Fall eine visuelle Treffererkennung und das Ganze auch akustisch. Uns gefällt hier besonders gut, dass man bei dem Trigger-Reset wirklich das Original-Abzugsfeeling hat. Es gibt noch ein anderes System, was wir euch demnächst vorstellen werden. Da ist es ein bisschen anders, das erkläre ich dann aber auch in dem Video. Aber hier hat man nahezu seinen Abzug, wie man ihn für sich eingestellt hat. Man hat hier, also ich habe bei meinem Abzug ein bisschen Vorweg und dann bricht er sauber und dann resettet er auch sauber. Also das ist wirklich eine Sache, die beim Mentis ein Alleinstellungsmerkmal ist, aktuell soweit uns bekannt zumindest. Mit dem Mentis Blackbeard habt ihr ein System, was annähernd in denselben Dimensionen und Gewicht von eurer eigentlichen Waffe, von den Bauteilen eurer Waffe ist. Ihr habt einen automatischen Trigger gesetzt, das heißt, ihr braucht kein Airsoft-System oder sonstige Sachen. Könnt hier direkt loslegen und Spaß haben. Wir finden das eine coole Sache, gerade auch mit dem Trigger-Reset, dass man da den eigentlichen Abzug nicht modifizieren muss, sondern wirklich das, immer das Abzugsgewicht hat, das man auch nutzt, dasselbe Abzugsverhalten. Sehr cooles System. Ihr bekommt den Mentis Blackbeard bei Moderne Schießlehre. Der Link ist unten eingeblendet. Nutzt ihr selber den Blackbeard, dann schreibt es uns in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle Luck. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. All right.